Jo Leute, herzlich willkommen im Arcadia Garten zu einem neuen Tales of Graces Part. Hier sieht's vielleicht aus, es ist alles aufgebaut wie ein riesiges Labyrinth, hier laufen wilde Tiere rum, es gibt hier seltsame Pflanzen, was noch viel verrückt ist, es gibt auch merkwürdige transparente Wände und wenn wir da durchlaufen, landen wir in irgendeinem anderen Bereich des Arcadia Gartens, der ist wirklich verdammt groß, ich bin jetzt aktuell gerade im Bereich 3. Und ja, hier haben wir noch eine Entdeckung gemacht und einen Skit gesehen und jetzt wird mal wieder ein bisschen gekämpft. Aber komm, jetzt werde ich mal wieder die Gruppe etwas umändern. Statt Sophie kommt jetzt mal, obwohl, nee, Sophie, die sollte lieber FP sammeln. Nee, okay, du, dann lasse ich es erstmal, weil jetzt hat endlich die liebe Sherrya den Titel Brathuhn-Befürworterin bekommen, weil sie insgesamt 10-mal den Brathähnchentopf gegessen hat. Also ich kämpfe doch mal erstmal mit denen so weiter. So, Attacke! Keep your guard. Okay. Come, he comes by the light. Great. No, yeah. I'll settle this. Destiny calls. Do you dare? Witness its aurora. Majestic gaze. Draw. He comes by the light. No. You won't live to regret this. Okay. Swarm. Heed my call. Release. No escape. Critical blade. Cut. Lightning blade. Great. Okay. Win. Asbel. Why do you wear such white clothes? Oh, these? Well, let me think. Oh, I know. You are late. Ja, egal ob zu spät oder nicht, Richard hat jetzt den Seelensammlermeistertitel. Das heißt, er hat schon wieder einen neuen Titel bekommen. So, hier war doch, glaube ich, nochmal so ein... So ein Tier oder nicht? Ne, das ist jetzt gerade irgendwie weg. Na egal. So, also. Es ist hier halt wirklich ziemlich verwirrend, deswegen habe ich hier Notizen in mir liegen. Ah, hier ist das Vieh wieder. Weil ich sonst einfach nicht wüsste, wie ich hier weiterkommen soll. So, kämpfen wir gleich nochmal. Dass wir schön Materialien farmen können. Die brauche ich zum Dualisieren. Rest in peace forever. Ja, so kann man das auch sagen. So, und sehr schön. Hey, geil, wir haben sogar die Engelsherznatur bekommen und ein fantastisches Fail, etwas reisenden Meteoriten und eine Konzentrationsscherbe 5. So, und bei Sherrya hat sich die Aussichtsrate erhöht. Ist ja geil, bei so einer geringen Wahrscheinlichkeit habe ich die jetzt wieder bekommen, aber die hatten wir eigentlich schon mal. Hier Engelsherzen, leuchtende Panzerhandschuhe, die auf reine engelsgleiche Herzen reagieren. Brauchen wir nicht ausrüsten, weil Sophie trägt ja schon das Beste vom Besten. So, hier, fantastisches Fell. Unschätzbares Monsterfell fühlt sich toll an und hat isolierende sowie antibiotische Wirkung. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott, so, ich brauche auf jeden Fall wieder irgendwas für meinen Elith-Mix, aber ich bilde mir ein, dass es hier irgendwo in der Nähe wieder eine Truhe mit 1000 Einheiten gibt. Also werde ich das noch nicht machen, ich werde es einfach nur mal versuchen zu dualisieren. Und zwar, ja, hier, fantastisches Fell, dualisiert mit einem streng vertraulichen Samen, ergibt die scharlachrote Figurine. Eine Statue der Umsicht, rote Streifen sollen Leidenschaft wecken, kommt dir echt bekannt vor. Na klar, sieht ja auch aus wie Pascal, also einmal dualisieren bitte. So, scharlachrote Figurine hergestellt. Gut, dann, ja, die Underworld-Samen, die sind wichtig eben für diesen einen Bären, den wir dort hinten mal wo gesehen haben. So, warte mal, elegante Feder? Fans des Fellen, das brauche ich eigentlich nicht. Dann kann ich nochmal einen Meteoriten mit einem markanten Zahnatulis hin, bekommen wir noch eine abkündige Figurine, also nochmal eine von Malik. So, okay, gut. Der Rest ist mir jetzt wieder einerlei. So, okay, gut, dann machen wir jetzt einfach mal so weiter. Also der ist wirklich wahnsinnig groß hier. Das ist wie wie so ein Labyrinth in einem Garten. Das gibt's ja auch, wo so die Hecken so geschnitten sind, dass man sich irgendwie verläuft und so. Okay, ich glaube, jetzt muss ich eh nach Südosten weiter, also hier hin, diesen Weg folgen. Und, okay, Moment mal, hier waren wir doch schon mal. Hä? Wieso waren wir hier schon mal? Ah, aber hier haben wir eine neue Truhe und oh mein Gott, wir wurden gerade überrascht. Das werdet ihr büßen. Okay.
heed my call! You won't live to regret this! Okay! Feel my spirit-piercing fangs! Strike! I will slay all who oppose. Richtig, so, reizende Feder, wieder zwei Meteoritenkonzentration, Scherbe 5 und etwas Pasta. So, Sherrod Bank FP erlernt und Richard hat X-Verbrenner erlernt. So, was ist jetzt hier drin? Ah, na seht ihr, 11 Mix mit 1000 Einheiten 11 aufgeladen, sehr schön, aber er ist halt leider nicht komplett voll, also werde ich ihn lieber trotzdem komplett auffüllen. Mit der Turtles-Flöte. So. 3081, das ist so wenig Aleth irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte viel lieber schon was über 5000 oder so, aber naja, kann man jetzt auch nichts machen. Okay. Dann jetzt hier, glaube ich, wieder weiter nach Süden. Und aha, so hier wird schon so ein Blitzerbär. I don't anticipate a challenge. I'll settle this. The blood of kings royal. Sword of royal crimson. Spiral ascension. Strong. Be cleansed by the light. It's over! Ripped to pieces! Stampede strike! Are you okay? I am now. So, und Titelang erhöht, so viel hat Schnittrose verbessert. Gut. So, haben wir hier drüben... Was? Hier ist was? Prüfen? Das sind eigenartige Schmetterlinge. Ach so, die Schmetterlinge können wir überprüfen. Und hier haben wir wieder eine Truhe mit... Einer Dämonenklaue, Klaue eines Monsters, nicht zur Fertigung geeignet, denn wer hat sowas schon mal gesehen? Naja, wir jetzt gerade eben. Aber ich bilde mir, dass sogar das zum Dualisieren wieder wichtig ist. So, Aleth möchte wieder aufladen. Dualisieren? Ah, verdammt, für die Dämonenklaue brauche ich einen unglaublichen Knochen. Na, den haben wir leider noch nicht gefunden. Haben wir gerade keinen dabei. Naja, egal. So, okay, gut. Ja, Dämonenklaue gefunden. Und ich glaube, hier in der Nähe müsste gleich wieder ein Anderweltsamen sein. Und zwar hier drin. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder einen Anderweltsamen gefunden. Da steht ja, Same, der nur im Arcadia-Garten wächst und scheint die Lieblingsspeise der Fodrantiere zu sein. Man kann es wenigstens immer daran erkennen, dass diese Truhen hier rot sind. Die anderen sind alle blau. Und in den roten sind, glaube ich, immer Anderweltsamen drin. Und dieser eine Bär, den wir da gesehen haben, der will ja 5 Stück davon haben. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo... durchgegangen scheinbar. Hier ist schon wieder, hier sind schon wieder diese wabernden Wände, ey. Das, die machen einen wirklich irre. Okay, ich glaube... ist hinter mir jetzt so ein Portal erschienen? Nee. Doch! Seht mal, jetzt ist hier so ein Portal. Ich glaube, jetzt muss ich hier durchgehen. Ha, seht ihr? Und hier... Unter mir ist ein Speicherkristall. Fies! Was soll das denn jetzt? Das ist ein Speicherkristall gewesen. Aber wenn ich jetzt hier, glaube ich, nochmal durchgehe, dann... Nee, das ist nicht gut. Alter, hier sind überall diese blöden Wände. Verdammt nochmal. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Hier ist eine Sackgasse. Ah, noch ein Anderweltsamen. Geil. So, wie viele haben wir davon jetzt bitte schon? Ah, 6 Stück. Na bitte. Gut, also wir hätten schon genug davon, aber wir müssen ja halt jetzt nochmal den Weg zu diesen Bären zurückfinden. Das ist jetzt wieder die große Frage. Okay, ich glaube, jetzt warte mal nach Norden. Dann zweimal nach Westen. Dann hier so lang und erstmal wird gekämpft. So, mit Aspel habe ich ja gleich den Tempomodus auf 100%. Könnte ich vielleicht endlich mal sein mystisches Arte Level 4 zeigen, aber bei solchen Gegnern ist das irgendwie Verschwendung. Sollte ich mir lieber für einen wichtigeren Kampf aufheben. Also werde ich es mir auch lieber aufheben. So, ne, jetzt steht hier nämlich Max. Weil das maximal aufgeladen ist, 100% eben. Natürlich. So, jetzt haben wir sogar die heldmutige Vespere nochmal bekommen, ist ja geil. So, okay, und bei Aspel und Sherry hat sich jeweils die Ausweichrate erhöht.
Ja, ich warte lieber noch für einen etwas wichtigeren Kampf, bevor ich hier mal dieses mystische Adler Level 4 zeige. Weil nur bei so gewöhnlichen Standardgegnern, ich weiß nicht, da kommt die Wirkung nicht so geil rüber und so. Und Sophie, warte mal, Sophie hat die hat doch auch, ja hier, hellmutige Vespere. Die Doppelklinge ist nach dem hellsten Stern benannt, dein Mut wird ebenso helle strahlen. Sophie, will ich meinen, die hat doch auch so ein Lieblingsgericht, aber was war das nochmal? Weil die hat so einen Titel, will ich meinen, auch noch nicht. Mit ihrem Lieblingsgericht, nee, müsste wenn dann, glaube ich, irgendwo hier unten sein, das könnte, wo könnte der sein? Das kann man nämlich immer ein bisschen an den Silhouetten erkennen, aber ich glaube, was isst die denn gerne? Bei Sophie weiß ich das nämlich gerade überhaupt nicht auswendig, also Aspel isst am liebsten Curry, Richard Natto Toast, Sherry Brathähnchen Eintopf, Hubert isst gerne, Reisomelettes. Dann Pascal, weiß ich noch, die isst gerne Bananenpastete und Malik isst halt gerne mehr Brassenreisbrei. Aber bei Sophie willst du mir einfach nicht einfallen, was isst die gerne? Ah ja, klar, sicher, Mensch, die isst gerne Crablets. Na sicher, die isst diese Krabbenomelettes am liebsten, natürlich. Oh, die redet ja auch ständig nur davon. Aber habe ich jetzt welche dabei? Habe ich welche dabei, die sie essen könnte? Hier irgendwo. Nee, schaut gerade nicht so aus, verdammt. Kroketten, Krabbenkroketten? Nee, schaut jetzt gerade nicht so aus, als hätte ich das dabei. Ach, ist das blöd, weil das ist ihr Lieblingsessen, natürlich. Aber hier, Bananenpastete. Bananenpastete ist halt, glaube ich, wirklich das Lieblingsgericht von Pascal. Na, dann essen wir das halt mal. So, bitteschön, das muss ich halt auch wieder 10-mal essen. So wie die anderen auch. Okay, so, wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich hier gerade noch so einen Samen gefunden. Oh Gott. Also, warte mal, ich bin jetzt hier nach Norden, zweimal nach Westen gegangen. Ich glaube, jetzt hier wieder weiter nach Norden, bis ich wieder nach rechts gehen kann. Irgendwie, oh. Okay. Dann hier drüben hin. Und, aha. Oh, jetzt bin ich hier wieder hier durchgegangen. Okay, nee, aber halt, zurück, das ist falsch, weil hier waren wir schon mal. Mal zurück. So. Aber ich muss hier nach Norden. Ich muss hier rein. Oder auch nicht. Alter, verdammt nochmal. Wo muss ich hin? Hier waren wir doch überall schon. Ah, Arcadia Gartenbereich 4. Aha, aha, aha. Moment mal. Arcadia Gartenbereich 4. Okay, Moment mal. Aber ich wollte doch eigentlich nochmal diesen Bären finden. Verdammt. Habt ihr diesen Bären gesehen? Sieht mir ja nicht so aus. Oh yes. So, reizende Feder und etwas Pasta. Und das war's auch schon wieder. So, jetzt sind wir im Bereich 4. Wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich im Bereich 5. Ja, jetzt bin ich Bereich 5 und von hier aus kommt man, glaube ich, schon in den 6. Bereich. Aber das ist jetzt nicht gut. Wartet, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich muss nochmal zu diesen Bären. So, Bereich 4. Ich muss immer noch in den 3. Bereich rein, aber wo... Ah, hier, Arcadia Garten Bereich 3. So, wo war jetzt dieser Bär? Wo war der? Verdammt nochmal, das Spiel trollt mich irgendwie. Das ist furchtbar. Wo war dieser Bär? Ich muss den jetzt nochmal finden. Ich muss dem diese Anderweltsamen zu fressen geben. Wo warst du? Wo war dieser blöde Bär? Ich muss den jetzt nochmal finden, Leute. Das tut mir jetzt zwar leid, aber das ist wichtig, dass ich dem diese Anderweltsamen gebe, weil sonst komme ich ja nicht an den Inhalt von diesen Truhen ran. Verdammt. Da soll sich mal einer auskennen. Ich sage, jetzt habe ich mich schon irgendwie total verlaufen. Mann, ich will zu den Bären. Wo ist denn dieses Mistvieh? Wo steht denn der nochmal rum? Der war doch hier irgendwo. Irgendwo hier ist der doch gewesen. Da hinten, glaube ich, oder? Oder nicht? War der nicht hier irgendwo? Hier ist eine Truhe? Ah ja, warte mal. Hier ist diese... Genau, hier ist jetzt die Wiese. Der war doch weiter hinten. Jetzt gehe ich hier nochmal den ganzen Weg zurück. Der war doch irgendwo hier.
bilde ich mir ein, aber ich bin mir eben nicht sicher. Ah, Arcadia Garten. Ne, Moment mal, Bereich 2? War der nicht im Bereich? Der war doch... Moment mal. Doch, ich glaube, der war hier im Bereich 2. Ha! Der war irgendwo hier im Bereich 2. Aber wo? Nein, hier nicht. Hier geht's wieder woanders hin. Hier auch. Wartet. Ich hab den gleich. Ich finde den. Ich finde dich. Wo auch immer du dich jetzt gerade versteckst, wo auch immer du jetzt gerade rumstehst. Nee, wartet mal. Verdammt. Wo ist der Bär? Wo war dieser Bär? Der war irgendwo hier. Im zweiten Bereich. Bereich 1? Nein, Bereich 2? Bereich 2. Nee, das ist wieder Bereich 3. Das ist Blödsinn. Der war im zweiten Bereich. Das ist auch der dritte Bereich. Zweiter Bereich. Das darf jetzt nicht wahr sein. Wo ist dieser blöde Bär? Der stand irgendwo einfach rum. Ich meine, den kann man ja nicht mal übersehen. Den kann man nicht übersehen. Wo war der? Hier oben? War der hier oben? Ah, ich habe ihn gefunden, Leute. Boah, endlich. Ich habe ihn gefunden. Boah, das war jetzt ein ganz schöner Umweg. Aber ich habe ja jetzt genug Underworld-Samen dabei. So, da ist ein Bär. Sieht hungrig aus. Ihm deine Underworld-Samen geben? Ja. So, du hast dem Bären deine Underworld-Samen gegeben. So, der Bär hat deine Underworld-Samen gegessen. Er wirkt sehr glücklich. Ja. Und jetzt geht er einfach zur Seite. Weil wir ihm insgesamt 5 Underworld-Samen gegeben haben. Und jetzt kann ich hier... Ja, der Bär hat sich bedankt, ist wieder verschwunden. Jetzt können wir hier nämlich diese Schatztruhe öffnen. Was haben wir denn jetzt hier so drin? Fodra-Andenken. Ein Kleidungsstück aus Stoff, der auf Fodra entdeckt wurde, nahm ein halbes Jahr in Anspruch. Okay, das haben wir ja schon mal sogar gekauft. Und dann haben wir hier noch... 100 Gold. Nee. Kein Blödsinn jetzt erzählen. Das wäre nämlich eigentlich die magische Katerkarte Nummer 79 gewesen. Und zwar Moses-Karte. Das ist eine Aufgabe für echte Männer. Natürlich. Denn wir sind ja, wie wir wissen, männlich. So. Okay, warte. Das essen wir hier nochmal so ein Dingsbums. Wo haben wir es denn? Bananenpastete? So, für alle. Genau. Okay. Boah, okay, gut. Ruhig bleiben. Jetzt habe ich es ja geschafft. Ich meine, jetzt habe ich hier den Bären gefunden. Also diese zwei Belohnungen bekommt man halt. Hier bekommt dieses Fodra-Andenken und... Moment mal, hier ist ja noch eine Truhe. Ah, 100 Gold. Nochmal. Ah, es kann sein, dass hier... Genau. Man bekommt hier sogar 2 Katerkarten. Die Nummer 80 bekommt man nämlich auch noch. Die Truhe hat man jetzt aber fast nicht sehen können. Magische Katerkarte Nummer 80 ist Jays Karte. Ich muss alles wissen. Ich drehe durch, wenn ich etwas nicht weiß. Ja, so kann sie mit gehen. Also die Katerkarte Nummer 79 und 80 und das Fotoamte bekommt man hier. Also die eine... Ja, die eine Truhe, die sieht man hier gar nicht. Die steht irgendwo hier in der Ecke. Wird leider ein bisschen von dem Hügel da verdeckt. Okay, gut. Jetzt habe ich hier alles geöffnet. Okay, gut. Das heißt, jetzt kann ich wieder zurückgehen. Ich glaube, hier rein. So. Dann... Ja, genau. Nach Norden. Dann nach Westen. Dann irgendwie wieder, wenn es geht, nach Süden. Dann wieder nach Osten. Und dann nach Süden. Und dann, ja, jetzt sind wir wieder Bereich 3. Jetzt haben wir hier wieder die Entdeckung. So, und jetzt wieder den südöstlichen Pfad noch einmal gehen. So. Genau. Und jetzt, glaube ich, hier nach Westen. Ja, genau. So. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder langsam, Leute. So, warte mal. Ich glaube, jetzt war doch hier hinter mir dieses eine Portal. Genau. Das war hinter mir. Oder auch nicht. Wartet mal. Ich glaube, ich muss das südliche Portal hier nehmen. So, genau. Bereich 4. Und jetzt das westliche Portal nehmen, um in Bereich 5 zu kommen. Ja, Arcadia Garten Bereich 5. Jetzt bin ich wieder Bereich 5 und jetzt einfach dem Pfad folgen, das zu Bereich 6 führt. So, Arcadia Garten Bereich 6. Jetzt bin ich im 6. Bereich, also hier waren wir bisher noch gar nicht. Und hier jetzt einfach nach Süden gehen. Ja, und jetzt seht mal, es ist hinter mir ein orangenes Portal aufgepoppt und jetzt muss ich da durchgehen. So,
Und jetzt haben wir hier den Speicherkristall gefunden und einen Skit, Hüter der Überlieferung. I wonder if the person who's been calling out to Sophie is up ahead. I wonder too. But more than that, I'm just eager to find out who it is. Maybe it's Concatus from the Flotillion! Wait, what? He's a super evil, super scary shell man that controls humans with his electrowave powers! A shell man? Ugh. And you know what? He's the boss of the Flotillion! Both of you, stop! What's wrong, Hubert? First of all, it isn't Concatus, it's Conkider. Secondly, in the Sunscreen Ranger universe, the villains are not shell men, they are Shellians. Oh right! I forgot little bro is such a big fan of the Sunscreen Rangers! Conkider is not the boss of the Flotillion, he's the boss of the Waterbreakers, which is an affiliate of the Flotillion. I can't follow this at all. Ja, da komme ich jetzt auch nicht mit, Leute. Gut, ich weiß jetzt noch, wenn ich jetzt hier weiter nach Süden gehe, dann kommen wir zu einem weiteren Bosskampf. Und gut, dass ich jetzt hier wieder speichern kann, weil jetzt werde ich das dann auch machen und ich werde hier den Part beenden. Das heißt, im nächsten Part gibt es auf jeden Fall einen Bosskampf und wenn wir den dann gewonnen haben, dann werden wir aber auch wieder in der Lage sein, den Arcadia Garten wieder zu verlassen, weil dann müsste Psy unser Shuttle bereits repariert haben. So, wie schaut es jetzt gerade aus? Moment, wir essen gleich nochmal so eine Bananenpastete. Also nee, schade, geht ja gar nicht. Na dann kriegt Aspel halt einfach ein Apfelgummi. So, dass wir volle Ding hier haben. So, und den Elephmixer lade ich auch nochmal schnell komplett auf. So, alles klar, Leute. Also dann bis zum nächsten und hoffentlich letzten Mal im Arcadia-Garten. Wir werden ja sehen. Also, macht's gut, Leute. Ciao.